Moin. Hallo. Da ich ein Chunky bin, ist mir so ein knapper Sieg eigentlich immer lieber, finde ich einfach. Als Maritim, wenn du mich so bezeichnest. Für mich ist das mit meiner schönste Trainerstation, das kann ich jetzt sagen. Ich habe schon einige gehabt. Ich provoziere dann auch manchmal ein bisschen, bin ich ehrlich, indem ich dann irgendwelche Thesen in den Raum werfe. Anfang einfach noch mal so ein klein bisschen entweder oder, um einfach mal ein bisschen locker anzufangen. Okay. Was kann aus deiner Sicht in engen Spielen manchmal vielleicht so mehr so ein X-Faktor sein? Ist es der taktische Kniff oder vielleicht noch mal so ein zusätzlicher Push an Motivation? Das ist eigentlich eine richtig gute Frage. Ich glaube, ich habe da schon oft drüber nachgedacht, was so eine Motivationsrede springt oder wie viel Einfluss die nehmen kann. Ein taktischer Kniff kann auch einen sehr großen Einfluss nehmen. Baue ich jetzt um, spiele mit drei Spitzen oder baue ich um eine Dreierkette, wie auch immer. Das sind viele Faktoren, die du, glaube ich, nicht messen kannst. Im Endeffekt ist es aber dann doch die individuelle Qualität, die ein Spieler dann auch hat und vielleicht dann das Spiel für dich am Ende zu ziehen. Aber es sind alles Faktoren, dieser taktische Kniff, beziehungsweise auch dieses Motivieren von außen, die mit Sicherheit reinspielen, aber wie weit und wie viel, das kann ich leider nicht beurteilen. Ein knapper Sieg oder lieber eine klare Angelegenheit? Da ich ein Chunky bin, ist mir so ein knapper Sieg eigentlich immer lieber, finde ich einfach. Du kommst in dieser Saison auf deine Kosten. Ich hatte leider schon so viele knappe Siege. Meine Haare werden immer grauer und ich verliere auch immer mehr Haare. Spielt mit Sicherheit auch trägt dazu bei, dass das so ist, aber wir sind eben auch, wir lieben ja diesen Sport, wir lieben ja diesen Wettkampf, dieses Adrenalin und dieses Messen mit den Gegnern und dann gewinnst du so, dann pusht das dann schon und dann merkst du auch, dass dir als Trainer das verdammt gut tut und auch der Mannschaft, dass man das schon, diesen Kick schon braucht. Ja. Wenn es mal gar nicht läuft, in der Pause mit der Hand auf den Tisch schauen oder ruhig und sachlich bleiben? Das kommt ganz darauf an, habe ich schon öfter gehabt, diese Situation. Als Trainer musst du das Gefühl für deine Mannschaft haben. Was braucht sie jetzt? Wie hat sie gespielt? Hat sie im Spiel alles das, was du vorgegeben hast, umgesetzt, aber einfach sehr unglücklich gewesen und du liegst zurück? Oder hat sie einfach sich an viele Absprachen nicht gehalten, Dinge nicht so umgesetzt, phlegmatisch gewesen? Und dann musst du natürlich auch mal die richtigen Ton finden, mal wachen, die Jungs mal richtig anpacken. Das verlangen die auch. Aber das kannst du nicht pauschalisieren. Immer wieder kommt es darauf an, was geliefert wurde. Beim Ausdauertraining, lieber mit oder ohne Ball? Natürlich mit Ball, aber du brauchst auch diese Schweinehund, das Schweinehund-Training. Du musst die Jungs so weit kriegen, dass die wirklich ans Limit gehen und das schaffst du allein schon wegen dem Kopf am besten ohne Ball, damit sie merken, boah, wir haben heute richtig hart trainiert, es war fies und vor allen Dingen, auch das ist sowas, wo die Spieler, wenn die dann nach Hause kommen, zweimal trainiert haben und dann sagen, boah, hat der uns heute gegeben. Das wollen die auch, brauchen das. Wo zieht es sich für ein Abendessen mal eher hin? Würdest du in die Stadt oder in den Hafen? Hafen. Als maritimer Typ? Als maritimer Typ, wenn du mich so bezeichnest. Ja, ich liebe Affinität zum Wasser und ich liebe das Wasser. Und ich glaube, der Hafen ist wunderschön in Münster. An dieser Promenade abends da zu sitzen und was Schönes zu essen und bisschen gucken, was da so rumläuft, ist auch nicht verkehrt. Dann lass uns thematisch so ein bisschen einsteigen. Du bist jetzt über ein Jahr schon hier bei den Preußen. Wie hast du in der Zeit den Club kennengelernt? Den Club habe ich kennengelernt als sehr familiären Club, als sehr menschlichen Club, als absolut integer und auch als loyal mit ganz tollen Menschen, die viel mehr investieren in ihre Arbeit, als sie eigentlich müssten. Die wirklich bereit sind, Opfer zu bringen und für diesen Club, habe ich das Gefühl, alles tun und es steckt an, sodass du dann selbst auch immer absolut motiviert bist und natürlich dann auch alles geben möchtest. Deshalb macht es für mich, ist das mit meiner schönste Trainerstation, das kann ich jetzt sagen, ich habe schon einige gehabt, weil hier habe ich das Gefühl, du bist gut aufgehoben, du wirst wertgeschätzt, deine Arbeit wird anerkannt. Und du darfst auch mal Fehler machen. Ich mache mit Sicherheit auch noch Fehler.
ohne dass dann gleich dir der eine oder andere den Kopf abreißt oder du schlechte Kommentare bekommst. Du hast auch mal gesagt, ich will nur noch da arbeiten, wo es mir Spaß macht. Genau. Sind das eben genau diese Punkte, die du angesprochen hast, die die Arbeit hier vielleicht auch so besonders machen? Das ist so. Mir macht die Arbeit hier sehr viel Spaß. Guck mal, was haben wir, ich glaube, was uns auch verbunden hat oder was uns auch zusammengeschweißt hat, war dieses extreme Corona, also dieser Lockdown und dann diese Spiele, diese 11 Spiele. Da musste jeder, musste Höchstleistung bringen. Von der Geschäftsstelle über alles, obwohl die teilweise in Kurzarbeit waren. Das hat uns so zusammengeschweißt, auch dann mit diesem Abstieg, der dann auch irgendwo natürlich sehr traurig war, aber trotzdem du einen sehr großen Rückhalt gespürt hast und das verbindet einfach. Und dieses Band ist mittlerweile sehr, sehr kräftig und dick geworden und ich würde das gerne so weitermachen. Mir macht die Arbeit unwahrscheinlich Spaß, auch mit meinem Trainerteam, auch im Verein. Natürlich gibt es da, du hast überall mal Diskussionen oder Reibung, das ist auch gut so. Reibung erzeugt Energie, aber es macht einfach Freude und ich hoffe, dass das noch lange so weitergeht. Du genießt auch den Ruf als Motivator. Du weißt, wie du die Jungs anpacken musst, wie du sie pushen musst. Was sind da so deine Hebel, um das eben vielleicht besonders gut zu machen? Indem ich selbst unwahrscheinlich motiviert bin. Ich glaube, ich lebe es einfach vor. Du kannst nichts vermitteln, was du nicht selbst bist und authentisch bleiben. Ich bin ein Spieler, der sehr viel über die Mentalität gekommen ist. Ich bin als Mensch jemand, der immer positiv denkt. Also ich bin sehr selten ein negativer Mensch, weil es bringt ja nichts. Ich halte mich mit negativen Dingen oder mit Niederlagen, versuche ich mich so schnell wie es geht davon zu lösen und wieder positiv nach vorne zu denken. Und dieses positive Denken gepaart mit der Mentalität und mit meiner ganzen Einstellung und auch mit der Empathie, die du haben musst für eine Mannschaft, glaube ich, kann man mich schon als Motivator bezeichnen. Ja, das stimmt. Welchen Stellenwert oder welche Leistung erbringt auch das Trainerteam in dem Ganzen? Die stehen nicht so in der Öffentlichkeit, aber ich glaube, ja, auch deine Arbeit funktioniert nur mit Trainerteam. Ganz klar. Also ich bin der Chef, das ist klar. Aber ohne mein Trainerteam, ohne Luis Cordes als ersten Co-Trainer, der alles in Absprache natürlich, wir sehr eng, wir haben vorhin wieder 2 Stunden im Auto telefoniert und diskutiert über verschiedene Abläufe und Prozesse. Ich muss mich auf diese Leute zu 100% verlassen können, auf den Tim Geidis, auf den Athletiktrainer. Und auf Milenko Gilic, auf den Torwarttrainer. Die Jungs sind sehr motiviert, wollen das alles auch immer so also am besten machen, jedes Training. Und vor allen Dingen das Vertrauen ist da. Das ist das Allerwichtigste. Ich vertraue denen und sie vertrauen mir. Und am Schluss die Entscheidungen treffe sowieso dann immer ich. Aber für sie, die haben freie Hand. Ich lasse auch so einen Luis Cordes zum Beispiel, ist ein unwahrscheinlich talentierter Trainer. Der kann sich hier extrem entwickeln. Ich lasse ihm viele Freiräume. Da kann sich reinbringen und auch das ist was mir extrem viel Spaß macht, mit so jungen Leuten dann zu arbeiten, die ja selbst auch nochmal andere Einflüsse geben. Du bist über ein Jahr da, das haben wir vorhin schon gesagt, hast in der Zeit leider unwahrscheinlich wenige Spiele mit Fans im Preußenstadion erleben können. Was meinst du, welchen Stellenwert können die Fans eben auch in so einer langen und harten Regionalliga-Saison einnehmen? Ich glaube, dass die Fans uns tatsächlich noch das ein oder andere Spiel gewonnen hätten, wo wir vielleicht nicht gewonnen haben. Ich glaube, dass wir auswärts sehr viele Fans dabei gehabt hätten und unsere Fans uns da wirklich unterstützt hätten, uns die letzten Körner noch beben. Es ist sehr, 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 sehr wichtig. Die Fans, ich bin selbst Fan von Fußball und ich bin gerne im Stadion und sie unterstützen uns. Diese Spiele, die ich erlebt habe, wie hier, das Schönste war zu Hause gegen Rostock natürlich. Das war damals ein Wahnsinn. Sixbach, glaube ich, das letzte Heimspiel. Auch vorher die Spiele, selbst gegen Duisburg, wo wir verloren haben und so. Also da war die Unterstützung da und ich hoffe sehr und freue mich, wenn sie wieder zurückkommen. Stimmt aus deiner Sicht das Grundgerüst, auf dem man für die nächste Saison sehr gut aufbaut? Ja, also absolut. Ich glaube, wir haben jetzt eine Mannschaft gefunden, gerade in der Rückrunde, die eine Hierarchie hat. Wir hatten eigentlich immer eine gute Hierarchie, aber auch so leistungsmäßig. Man muss sich ja einordnen. Wir haben ein sehr, sehr gutes Fundament gebaut. Sind in der Rückrundentabelle immer noch Erster, also punktgleich mit Borussia Dortmund und haben da gemerkt, hey, wenn wir das alles so zusammenhalten und dann vielleicht an 2, 3 Stellschrauben noch drehen, können wir nächstes Jahr dann natürlich den großen Schritt machen. Wenn wir es wirklich noch schaffen, so noch eins nach oben zu rutschen, du wirst Vizemeister, ist es klar, es ist Zweiter, aber es ist schon was, wo ich sagen kann, da wäre ich auch stolz drauf. Was muss eine Mannschaft auszeichnen, um diesen Schritt gehen zu können? Sie muss weiter immer bereit sein zu lernen. Sie muss an sich arbeiten. Sie müssen vor allen Dingen mal zurückstecken können, die Spieler. Ich rede jetzt von Spielern, die
vielleicht nicht gerade im ersten Glied stehen, sondern auch im zweiten, trotzdem der Mannschaft gnadenlos unterstützen, weiterhin hart trainieren. Das zeichnet eine Truppe aus. Es sind nicht die ersten elf, es sind die zweiten elf, die oft für die Stimmung in der Mannschaft sorgen. Und diese Jungs, die müssen charakterlich sehr fest sein. Und das habe ich jetzt, das Gefühl habe ich absolut und hoffe, dass wir das im nächsten Jahr auch wieder haben. Ein Faktor, der sicherlich damit reinspielt, ist dann eben der Zusammenhalt der Mannschaft, wie du es gerade gesagt hast, nicht nur die ersten, sondern auch die zweiten elf. Wie weit muss man als Trainer der Mannschaft einen Rahmen oder Linien oder wie auch immer man es nennen möchte, geben, damit sie sich entfalten kann? Oder inwieweit braucht sie auch viele Freiheiten, damit sie in der Kabine zueinander findet? Fußballer sind generell immer Spieler oder die Spieler wollen Anweisungen. Mittlerweile die Jungs, die kommen, wollen genau wissen, was mache ich, was habe ich zu tun, Trainer. Einfach für sich selbst und natürlich auch, weil sie den Teamgedanken haben, nichts falsch machen, nichts falsch zu machen. Langsam durch. Und das heißt, es gibt Leitlinien bei uns, es gibt Leitplanken, ganz klar, was Disziplin betrifft, ganz klar, was das Verhalten innerhalb der Mannschaft betrifft, Verhaltenskodex und so weiter. Das geben wir vor, das leben wir auch vor. Natürlich hat sie trotzdem einen Freiraum, auf mich zuzukommen oder auf das Trainerteam zuzukommen, mal zu sagen, Trainer, wir können, vielleicht könnten wir mal ein anderes System spielen oder vielleicht könnten wir anders trainieren. Das ist überhaupt gar kein Problem für mich, weil davon lebt man. Das ist ein offener Austausch. Aber eben alles bis zum gewissen Grad natürlich und auch mit einem gewissen Respekt auch natürlich. Und das ist das, was ich auch immer vorlebe. Der Respekt innerhalb einer Truppe ist ausschlaggebend für mich über den Erfolg oder nicht Erfolg. Wie sehr hilft es dir als Trainer eben auch, das Verständnis immer für Spieler zu haben, weil du eben selber auch hoch und auf so einem Niveau oder vielleicht sogar einen Tacken höher gespielt hast? Das hilft mir sehr. Ich habe viel Verständnis für die Spieler, trotzdem neigt man als Spieler aber dazu, Dinge persönlich zu nehmen. Das ist einfach so. Wenn ich mal nicht im Kader bin oder früher, wie ich nicht mal, war auch nicht immer dabei, nicht im Kader war, habe ich das eigentlich auf den Trainer projiziert und habe das persönlich genommen und der kann mich nicht leiden und so. Das ist alles Quatsch. Das wiederhole ich mich ständig. Ich habe, wie gesagt, den größten Respekt vor meinen Jungs, die da alles machen. Und ich meine nie was persönlich, sondern immer nur, habe ich den Leistungsgedanken oder in dem Moment auch die Gedanken für die Mannschaft. Was ist jetzt für diese Mannschaft, welcher Impuls am besten? Vielleicht ist der ein oder andere der bessere Spieler in der Situation, aber der eine kann vielleicht seine Qualitäten dann besser für die Mannschaft reinbringen. Und deshalb gibt es manchmal so Entscheidungen, die vielleicht nicht jeder versteht, aber ich am besten verantworten kann. Kann man den Spielern sowas mit der Zeit zu verstehen geben, wie du das gemeint hast, oder ist das was, wo man erst nach der Karriere vielleicht so einen objektiveren Blick für bekommt? Nein, ich versuche das schon direkt immer klarzustellen und auch klar zu machen. Ich versuche auch mit den Spielern zu sprechen, rede, glaube ich, schon viel mit Spielern. Manchmal ist aber auch zu viel Gequatsche, manchmal kann der Spieler aber auch nichts mehr hören, dass ich die auch mal in Ruhe oder weiß auch, dass er sich jetzt eh schon schlecht fühlt, da muss ich jetzt noch weiter drauf reden. Und ich werde nicht müde, das zu tun, aber dieser letzte Impuls, glaube ich, dieses Verständnis kommt erst, wenn man aufgehört hat zu kicken. Und vielleicht der ein oder andere Spieler dann auch mal Trainer wird. Andersrum gefragt, wie reflektiert man sich als Trainerteam immer wieder? Erstens sind wir im Trainerteam sehr diskussionsfreudig. Provoziere dann auch manchmal ein bisschen, bin ich ehrlich, indem ich dann irgendwelche Thesen in den Raum werfe, das, was vielleicht gar nicht stimmt, aber wo ich einfach eine Reaktion haben will, auch auf meine Person natürlich eine Reaktion haben will, weil die Selbstreflexion ist da. Aber wie sieht mich die anderen und so weiter, da will ich dann auch ein ehrliches Feedback haben. Also ich glaube, wenn du bei uns in der Kabine bist, da wird so viel diskutiert und geredet und gemacht und das ist dann schon, ich finde das cool, ich lieb sowas und provoziere das auch und ich denke, das ist auch ein ganz guter Weg. Ist es da dann vielleicht als Cheftrainer auch eine Qualität zu sagen, ich diskutiere eben mit allen auf Augenhöhe und mache nicht einen auf den Zampano? Ja, also diesen einen Zampano finde ich, der ist sowieso ausgestorben. Ich glaube, den gibt's den vielleicht noch, vielleicht einen Magath oder so, aber ich glaube, das im Trainer, also wer das macht, glaube ich, verpasst einige Chancen, sich von guten Leuten beraten zu lassen, die vielleicht einen anderen Blickwinkel haben. Natürlich triffst du als Cheftrainer die letzte Entscheidung. Das bin ich. Ich treffe die Aufstellung, ich. Aber diesen Einfluss, diesen Input von deinen Jungs, die du außen rum hast, auch mal von Spielern mit einzubeziehen. Ich habe schon in der Halbzeit schon oft Spieler gefragt in der Kabine, Jungs, soll man das System so weiterspielen oder soll man es ändern? Wo ist das Problem? Ist doch kein Zeichen von Schwäche für mich, sondern ganz klar
eine Stärke, das anzunehmen und auch versuchen umzusetzen, weil dann hast du auch die Spieler in der Verantwortung mit drin. Wenn wir jetzt sagen, wenn die Spieler sagen, Trainer, halt, wir würden es aber gerne so und so machen, und dann weiß ich genau, okay, dann machen wir es so, dann weiß ich aber genau, dass alles versuchen, das genauso gut umzusetzen, wie sie sich vielleicht alles nur bis zum, natürlich auch erfolgsabhängig, aber so dieses Verzichten auf andere Meinungen oder auf Stimmungen, das würde ich niemals zulassen. Dann einmal der Blick vom Trainer Sascha Hildmann ein bisschen weg zum Menschen Sascha Hildmann. Wie tickst du abseits des Platzes? Bist du da auch ein emotional aufgeladener oder kannst du da dann auch den Puls ein bisschen tiefer lassen? Nein, also ich bin halt so ein emotionaler Mensch, aber trotzdem schaffe ich mir meine Ruhe, verschaffe mir meine Ruhe. Ich kann da schon sehr gelassen sein. Also man lernt ja auch dazu, jetzt nicht mehr bei jeder Aktion da hochzugehen. Und gerade im Privaten ist es unwahrscheinlich wichtig, dass du deine Ruhe findest und dass du deinen Abstand auch zum Sport findest, zum Fußball. Ich glaube, wenn du so geballt Fußball hast oder 24 Stunden, da bist du ja Trainer. Du bist ja nicht nur 8 Stunden oder 5 oder 3 oder das Spiel. Du bist immer Trainer. Und das mal zu lernen, dann auch mal 3 Tage was ganz anderes zu machen, ist auch förderlich, finde ich. Weil dann hast du wieder Kraft für neue Aufgaben, bist wieder neu motiviert. Und dafür hast du die Familie, dafür habe ich mein Wasser, mein Boot, mein kleines Angelboot und gehe sehr viel angeln, schalte da ab. Denkt man in den Augenblicken dann über den Fußball nach und Das alles nur ein bisschen genau mit Abstand oder versucht man nochmal zu sagen, Fußball wirklich mal ganz raus? Ja, also das versuche ich schon, aber schaff's nicht. Weil dann musst du auch das Handy ausmachen, weil dann ploppen irgendwelche Nachrichten am Handy, dann meldet sich ein Spielerberater, dann meldet sich noch jemand und dann bist du doch wieder voll im Flow und liest dann wieder alles, weil du denkst, du musst das jetzt gleich beantworten. Und dann musst du das Handy auch, das schaffe ich nicht. Ich kann das Handy nicht ausmachen, geht einfach nicht. Aber man denkt dann über Fußball nach, aber natürlich mit ein bisschen Abstand und ein bisschen differenzierter und auch eigentlich sehr entspannt dann auch. Wenn du vom Angeln sprichst, gibt es da für dich die Parallelen zum Fußball, dass dir beides so gut gefällt? Oder ist es vielleicht auch der Kontrast, die Ruhe, dass du sagst, du brauchst beides so ein bisschen? Ich glaube, ich kenne sehr viele Fußballer, die Angler sind. Das ist tatsächlich so. Also gerade Leistungssportler oder auch Menschen, die mit sehr viel Druck umgehen müssen. Du bist als Trainer ja, ich habe es ja schon erlebt, Kaiserslautern und so, was da für ein Druck herrscht. Da ist ja richtig Action. Ist natürlich ein bisschen was anderes, wenn du dann deine Ruhe findest. Und es gibt sehr viele, die das nutzen. Ich bin auch jemand, der dann gern, gestern habe ich ein neues Gerätehaus zusammengebaut, habe mir direkt die Hände, und das, wenn ich dann mal sowas mache, da kann ich auch super abschalten, was zusammenschrauben, irgendwie was körperliches, hartes arbeiten, das macht mir dann auch Spaß. Also so versuche ich dann auch irgendwo einen gewissen Abstand, eine gewisse Ruhe zu finden. Du hast ja auch einen anderen beruflichen Hintergrund noch. Ja. Aus der damaligen Zeit vor dem Fußball. Ist das auch was dich heute eben prägt, dass du noch so eine Arbeitermentalität eben auch dadurch hast? Ich weiß genau, was es heißt, wenn ich morgens um 7:30 im Geschäft sein muss, bis abends um 17:30, 18 Uhr, 12 Stunden, dann, nicht 12 Stunden, aber dann ins Training gefahren bin, Regionalliga trainiert, abends um 6 nochmal eine Stunde auf der Autobahn, dann abends um 22, 30, 23 Uhr zu Hause gewesen. Also diese Zeit war schon sehr hart, war Geschäftsführer noch im Autohaus, also hatte auch eine verantwortungsvolle Position mit 15 Angestellten. Wurde da immer wieder gefragt und dann noch Training, dann noch Trainerausbildung. Also ich weiß das schon zu schätzen und es ist mir auch dann auch nichts zu viel. Und das versuche ich auch dann vorzuleben. Also ich bin es einfach, ich weiß, was es heißt, zu schaffen und versuche dann eben das auch so zu vermitteln. Du bist Pfälzer, hast das Münsterland aber jetzt auch schon eine gewisse Zeit kennen und vielleicht auch lieben gelernt. Was würdest du sagen, sind vielleicht auch einfach Qualitäten, Fähigkeiten, wie auch immer man es nennen möchte, die beide Seiten voneinander lernen können? Leider habe ich das Münsterland dann nicht so kennengelernt, wie ich eigentlich gerne würde. Aufgrund Corona ist natürlich auch alles sehr eingeschränkt. Ich war noch nie im Zoo. Ich würde so gerne mal, war noch nie wirklich irgendwo in welchen Sehenswürdigkeiten in Münster, weil alles einfach zu ist. Die kulturellen Highlights, die es hier gibt und so weiter mit Clubs und so, habe ich auch noch nie erlebt. Also oder Konzerte, noch nichts mitbekommen, leider. Ich hoffe, dass das so ist. Das Münsterland an sich finde ich sehr schön. Ich finde den Menschenschlag sehr, sehr angenehm, sehr ruhig, sehr zurückhaltend, aber immer freundlich, immer höflich, niemals irgendwie blöd und auch mit Respekt. Das gefällt mir auch super. Und was die voneinander lernen können, ich weiß es nicht. Die Pfälzer sind halt ein ganz anderer Schlag. Die sind halt sehr offen. Die reden und quatschen und machen. Und
holen da manchmal gleich zu viel. Die laden jeden gleich ein, wenn er da vor der Tür steht zum Essen. Aber ja, ich glaube, wir leiden vielleicht nicht, aber es hat jeder unterschiedlich ergänzt.